So. Okay, und jetzt ist mir was aufgefallen. Und zwar gibt es doch diese Überlaufventile und diese Ausgleichsventile. Na, da werde ich jetzt welche von bauen. Aber kostet ein bisschen Eisen, macht nichts. Und zwar habe ich jetzt hier so Überlaufventile. Wo sind die da? A pipe that allows fluid to flow in only one direction when the input is more than 80% full. So. Also. Nur wenn die Seite, wo es reinläuft, über 80% ist, wird auch rausgelassen. Und genau das brauche ich jetzt. Und das machen wir hier hin. Können wir sogar hier hin machen gleich, warum nicht? Ja, ich werde ein bisschen Abstand lassen. Ah, führen wir da hoch. Ich habe immer noch keine Rohre geholt, ne? Das ändern wir jetzt gleich noch. So, da ist jetzt ein Overflow Valve. Und der erlaubt nur, wenn hier mehr als 80% drin sind. Das wird nämlich demnächst nicht mehr der Fall sein. Wenn ich jetzt anfange und baue mir da oben meinen Tanklager auf, was ich noch baue, ne? Also kurz Lager, einen Tank und gut ist es. Es wird auch nur ein Waggon gefüllt. Ja, mit Schwefelsäure. Und gut ist, tschüss, weg. Ja, das reicht. Ist okay. Ich sollte aber vielleicht dabei eins beachten. Und zwar, diese Pumpe, die ich bis jetzt benutzt habe, eine Pumpgeschwindigkeit von 4800 pro Sekunde. Ich lasse den Zug, sagen wir mal, 30 Sekunden an jeder Station stehen. Fürs Beladen, wie auch fürs Entladen. Egal wie, es ist ja immer ein Be- und Entladen an jeder Station. Hier wird Schwefelsäure eingeladen und Uran rausgeladen. Oben wird Schwefelsäure ausgeladen und Uran eingeladen. Klar, ne? So, 4800 mal 10, 48.000. Also in 10 Sekunden ist der Waggon voll. Gut, das war nämlich meine Überlegung. Schafft es die Pumpe? Ja, die Pumpe schafft es. Weil das hätte fast ja nur 50.000 und ich nehme nur einen. Alles gut. Schaffte. Die Pumpe reicht. Eine Pumpe reicht. So eine. Weil sonst wäre nämlich die Überlegung gewesen, die besseren zu nehmen. Ne? Die haben dann schnellere Pumpgeschwindigkeit. Vor allem die dann, weil der macht sich bemerkbar. Ist fast doppelt so schnell. Mhm. Nice. Die ist nicht nur fast doppelt so schnell, die ist doppelt so schnell, du Penner. Okay, egal. Also hier habe ich ein Überlaufventil. Das heißt, es fließt nach oben, aber nur, wenn hier genug drin ist. Okay? So, los. Bringen wir es nach oben zum Bahnhof. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das aufbaue. Also, eine Lokomotive kommt hier hin. Dann kommt... Ist ja eigentlich scheißegal, welchen Waggon mal wohin machen, ne? Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Wir nehmen als erstes das den Fluid-Waggon, den Flüssigkeiten-Waggon und dann die Cargo-Waggons. Zwei Stück. Reicht locker. Vor allem eigentlich reicht eins, weil Fassungsvermögen ist ja mehr dank dem T3, ne? Also das ist ja krank. Hier haben ein Raster auch drin, kann ich Logistik reinmachen, Sachen reinmachen und hier, da geht genug rein. Eigentlich reicht einer, mal ganz ehrlich. Der Stapelgreifer. Wie viele Gegenstände bewegt der denn pro Sekunde? Achso, das steht nicht dabei, ne? Was der bewegen kann. Der Stack von Uran sind, glaube ich, auch 10.000. 10.000. Uranerz, so. Uranerz, 10.000. Ah, sorry, ich muss gerade ein bisschen hinknören. 10.000 in einem Stack. Sag mal, ich mache da oben 5 Arme hin, im Extremfall. Das schaffen die doch sowieso nicht. Einer reicht. Weg. Tschüss. Das langt. Es geht erstmal nur um Uran. Vielleicht mache ich später ja noch mehr Züge, aber du musst dich drehen. So. Und jetzt haben wir nämlich den Spaß. Jetzt brauche ich hier auf jeden Fall noch eine Belieferung mit Treibstoff. Weil ich möchte nicht ständig die Züge so manuell beliefern. Da habe ich keinen Nerv zu. Also. Das heißt, wir bräuchten hier eine Anforderungskiste.
Ist außerhalb der Reichweite, das kriegt man gleich hin. Ist in Ordnung. Ist auch im Strombereich, jawohl. So, außerhalb der Reichweite kriegen wir gleich geregelt. Wo ist denn mein... Ich könnte übrigens schon die T3-Hangare und so, ne? Aber ach ja, mal gucken. Alles nach und nach. Alles auf einmal können wir eh nicht. Boah, wir kämen bis sonst wohin hier, ey. Machen wir es am Rand des Waldes, des Roboport. So. Dann ist das jetzt im Bereich. Jetzt haben wir folgendes Problem. Ach so, der hat keinen Strom. Das ist auch schon mal ein Problem. Ja, können sich jetzt ändern. So, und dann brauchen wir eine Produktion für Treibstoff. Also so schnell, wie ich mir das vorgestellt habe, geht es noch gar nicht. Aber trotzdem, was wir jetzt machen können, ist den Tank hier hinstellen, der hier stehen soll, dann um das zu befüllen. Meinetwegen so. Das sind ja keine verschiedenen Tanks. Das ist ein Fluid Wagon, ne? Der fasst ein und dasselbe. Ist das soweit richtig? Ja. Das heißt, wenn man da eine Pumpe ranmacht, dann pumpt die da rein. Genau, und würde sie jetzt tun. Das sieht ja cool aus. Ist mir noch nie aufgefallen, wie das aussieht. Ist das geil. So, pumpt jetzt da rein. Gut. So, folgendes Interessante jetzt. Hier ist ein Überlaufventil. Und hier, ich habe doch noch ein anderes Ventil, ich habe doch noch dieses Ausgleichsventil. When the output is less than 20% full. Das ist jetzt gemacht für einen Unsinn. Hier. Das schießen wir dahin. So. Dann kommt da Schwefelsäure hin. Hier hinten kann keine Schwefelsäure ankommen. Außer, ich schicke sie von hier hoch. Und die läuft aber erst dadurch, durch dieses Ventil läuft erst Schwefelsäure, wenn hier nicht mehr voll ist. So, und das ist nämlich das, weil ich habe ja noch genug Schwefelsäure irgendwo anders, das ist okay. Aber ich will eben die von dem Nickelerz erstmal eigentlich verarbeiten, ne? Und dann mach voll. So, und jetzt füllt der nämlich den Waggon. Der kann den sowieso jetzt erstmal füllen, weil der Zug hat ja noch kein Ziel, der hat ja gar nichts, der hat keinen Treibstoff, der hat nichts. So, ich wünsche dir viel Spaß. Und das wird wahrscheinlich sogar so laufen. Die Pumpe pumpt übrigens schneller, als das hier reinkommt. Das wird so laufen, dass das Ding wahrscheinlich sogar laufen wird. Die wird früher oder später aufmachen. Das Ventil wird früher oder später aufmachen. Ja, es macht wahrscheinlich sogar jetzt schon auf ein bisschen. Ja, weil hier nichts drin ist. Wow. Schön. Ja gut, ist dann jetzt so. Oh, hier ist wirklich jetzt hier zieht es ganz schön. Wo geht denn die Schwefelsäure hin? Ach ja, die geht hier unten rein. Ja, ach, passt schon. So, ich wollte gucken, welchen Treibstoff ich da reinballer. Und das war jetzt die Überlegung. Was knall ich da rein? Ich könnte angereicherten Festbrennstoff nehmen. Wäre eine Idee. Ich könnte aber auch einen angereicherten Festbrennstoff aus Liquid Fuel nehmen. Das wäre vielleicht besser. Ich glaube, das tue ich auch. Habe ich irgendwo hier oben schon Flüssigtreibstoff? Ich bilde mir ein, ja. Genau hier. So, den schnappe ich mir jetzt und bringe den woanders hin. Was wird denn hier gemacht? Mal so blöd gefragt, die Batterie. Mhm. So, wie wäre es denn, wenn wir hier ein Fabrikgebäude reinklatschen? Nee, warum eigentlich? Ich mache einfach aus dem Liquid Fuel, mache ich einen Enriched Fuel Block. Das reicht mir doch vollkommen, da ein kleines Gebäude zu nehmen. Hier klatschen wir das rein. Viel Spaß. Und irgendwo, wo wir hier Platz haben an dem Gebäude, bringen wir jetzt Flüssigtreibstoff ran. Kann ja nicht so schwierig sein. Also es gibt leider immer noch keine richtige Zugplanung. Es tut mir leid. Aber vorwärts geht's trotzdem. Muss man sagen, ne? Vorwärts geht's schon. Ey. Arschloch. Wird der eigentlich gepumpt?
Der Flüssigtreibstoff. Ich hoffe doch, ne? Ach du Scheiße. Die letzte Pumpe ist aber weit weg. Ich meine, es ist okay, es ist aber... Puh. Sag mal, wo habe ich denn? Habe ich hier keine Pumpe reingeschalten? Sag mal, haben sie mir ins Hirn geschissen manchmal, oder? Wahrscheinlich mehr wie einmal. Was habe ich denn da gemacht für einen Unsinn? Echt jetzt? Ja, dann müssen wir hier oben eine Pumpe reinbauen. Das nützt ja nichts. Bist du weit genug? Ja. Wir unterbrechen das Ganze hier mal für eine kurze Werbesendung. Nein, ich meinte eigentlich für eine Aufarbeitung mit einer Pumpe. So, ach, so ein Blödsinn. Wieso habe ich denn da keine Pumpe rein? Depperle. So. Flüssigtreibstoff. So, das ist doch besser. Nichtsdestotrotz haben wir da trotzdem noch eine weitere anspringen. Pumpe meine ich. Am besten vielleicht sogar gleich hier. Ja, noch schöner wäre es natürlich, wenn hier auch Strom wäre. Was nicht der Fall ist. Ja. Schicksal. Da kriege ich auch richtig schön genau hier natürlich keinen Strom hin. Alter, fick dich doch. Entschuldigung. Aber das ist doch abartig. Was soll denn jetzt der Mist? Moment. Wenn ich das so mache, dann ist das mit dem hier unten in Ordnung. Mit dem hier oben halt nicht. Dann habe ich was Hässliches. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Mag ich nicht eigentlich, aber egal. Also, hässlich habe ich es oft genug, aber ich meinte jetzt so den Hinblick auf, dass ich so und so die Strommasten nicht schön sortiert sind. Das mag ich eigentlich nicht. Auch wenn sonst jetzt nicht wirklich alles sortiert ist bei mir. Kann man ja nicht wirklich behaupten. Ach, wie das passt mit den Unterbrechungen. Das ist doch schön. Ich überlege gerade, kriege ich das hier drüben rein? Na, locker kriege ich das rein, warum denn nicht? Also geht es hier rein. So. Viel Spaß. So, da geht es Flüssigtreibstoff rein. Genau hier. So. Kommt jetzt hier oben rein. So. Einfach hier, scheißegal wo. So. Chemiefabrik. Wieder mal suchen. Da hier. Zwei Stück. Mark 2 reichen vollkommen. Ihr macht bitte aus dem Liquid Fuel einen Enriched Fuel Block. Dauert ein bisschen, aber ist in Ordnung. Ich wünsche euch Spaß. So. 4 Ticks ist stimmt. Und das könnt ihr jetzt einfach auf dem Band machen eigentlich. Dann werdet ihr konfiguriert. Du kriegst dein Offset so. Neue Ansicht. Ja, das passt. Gut. So, das geht dann raus. In der Anbieterkiste. Ganz einfach. Angereicherter Festbrennstoff. Jetzt habe ich auch noch welche von dem Scheiß dabei. Das wollte ich jetzt nicht zwingend. Ich brauche den Quatsch nicht. Mach dich mal raus, danke. Gut. Viel Spaß. Okay. So.
Hier oben müsste ein Output sein. Dann müsste es ja nicht hier sein. Jawohl, ist so. So. Nicht unbedingt schön, aber ich würde es eigentlich sogar anders machen. Ja, warte mal. Ist ja wurscht. Könnte es ja erstmal so machen. Wo ist meine Anbieterkiste? Da. So. Viel Spaß. So, und dann machst du davon mal sonst weg voll. So, Enrich Fuel Block. Gut. Hier ist voll. Hier wird weiter gefüllt. Hier ist voll. Hier ist aber noch was drin. Mhm. Deswegen macht die nämlich noch nicht auf. Im Gegensatz zu vorhin, ne? Da war es ja offen. Da war es ja auf unter 10 gesunken oder knapp über 10. Jetzt ist es komplett zugefüllt mit 20 Litern Schwefelsäure oder wie viel da halt reingeht, was das ist. 20 Liter, 20 Einheiten, mehr geil. Weil hier über 20% noch voll sind. Ne? Klar, bei 20%, da wäre es ja eben, wie gesagt, ne? 20. Weil das Rohr fast ja 100. Nice, nice. Also im Moment ist zu. Kommt noch genug von unten an. Und er füllt. Schön. Und hier ist genau dasselbe Spaß. Das Overflow ist komplett leer. Warum? Ja, weil hier genug drin ist. Er kann also noch freigeben. Es ist noch bei 80. Es läuft noch durch. Irgendwann wird er dann zumachen. Und nichts mehr nach hinten rauslassen. Gut, schön. Das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Da können langsame Greifer am Rand, das ist scheißegal. Die reichen. So, und dann hätten wir hier die Anbieterkisten. Das lassen wir aber jetzt noch gut sein. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich noch den Zug wenigstens ein bisschen bauen kann. Ja, es geht noch. Es geht noch von der Zeit her. Okay, los geht's. Also den Zug, nicht die Strecke. Meister Fuß, es ist zwar ja, nicht so sinnig, aber mal ein bisschen die Landschaft sehen. Ha, Blödsinn. So, wo muss ich denn lang? Ich kann eigentlich schon fast rauf hier, ey. Wahnsinn. Ja, durch den Stein durch, habe ich gesagt. Könnte ich eigentlich durchmarschieren, weil das total scheißegal ist. Weil es ist echt total wurscht hier durch einfach. Ich habe so viel Stein, das ist krank. Ich habe mir auch das Rail-to-Power-Connector-Ding rangemacht. Ich hoffe, dass das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Mal gucken. So, gehen wir noch zwei weiter. Drei weiter vielleicht. So, jetzt langsam eine Kurve reinmachen hier. Und ab. Ich glaube, ich muss an dem Scheiß da vorbei, ne? Ich hätte das blaue Zeug irgendwie. Ach, shit. Aber wegen einem Baum schmeiße ich keine Granate. Hier oben sieht es auch schon wieder anders aus. Kann ich es noch umdrehen? Geht nicht. Ah. Ich muss jetzt dann hier das unterbrechen. Jetzt habe ich lauter scheiß Unicom-Brocken im Inventar. Das ist natürlich toll, die muss ich erstmal loswerden dann nachher. Weil in den Miner reinstecken kann ich sehr schlecht, oder? Geht es? Moment, geht es? Nee, es wäre ja auch zu witzig gewesen. Nee, es geht nicht. Ah, shit. Hier ist eigentlich eine ganze Reihe Bäume im Weg, ne? Egal. So, hier ist auch wieder Schiene im Fließband im Weg.
Konstruktion. Hier gehen wir einfach durch. Ach komm, ist doch scheißegal. Ich brauche nicht mal die schmalste Stelle nehmen. Ich habe so viel Stein. Ich kann jetzt herzenshalber noch mal kurz kontrollieren, ob da hinten noch genug ist, was von den Minern erfasst wird. Aber ansonsten brauche ich mir da keinen Kopf machen. Echt nicht. Hier ist wieder viel zu viel Baum, ey. Nicht den Stein abbauen, den Baum wegmachen, Mann. Oh, und mich selbst erwischen, das geht natürlich auch. Kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt. Ich bin noch ein wenig zu weit links. Schade. Das höchste Eisenbahn, ich jetzt schon links. Im wahrsten Sinne des Wortes fällt mir gerade auf. War der blöd. Oh Mann. Ja, es hätte schon längst nötig sein müssen, mal einen Zug zu machen, ne? Aber naja. Höchste Eisenbahn. Ja, der war wieder klasse, Matze. So ein Scheiß. Ah, fuck. Bin ich denn jetzt? Ja, noch ein bisschen weiter. Ich denke, dann habe ich sogar wieder den Transfactoria Express Erfolg gleich. In Fahrt kommen? Ach so, nee, das schnell genug bauen. Das habe ich ja nicht gemacht. In Fahrt kommen wie ein Profi. Das geht natürlich nicht, aber trotzdem halt gibt es doch irgendwas mit platziere einen Zug. Gibt es doch einen Erfolg für. Ach, wahrscheinlich zählt kein Zug Mark 3. Ja, warte, ich baue gleich nochmal einen Zug Mark 1, damit ich den Erfolg in diesem Spiel auch kriege. Also in diesem Spielstand, ne? In diesem Durchlauf. Also so ein Blödsinn, der Factory ist manchmal eine Bitch, ehrlich. Die Engine versteht dann nicht, dass man durch die verbesserten Züge ja eigentlich auch Züge hat, ne? Aber nö, das sind nicht die Züge, die ich will. So ein Blödsinn. So, und jetzt sind wir fast an unserem Uranfeld. Jetzt gucken wir, was der Stein macht noch. Schnell. Nice. Ja, hopp, dann machen wir das jetzt schnell. Dann bauen wir jetzt mal einen Zug. Er muss ja einen Zug Mark 1 bauen. So ein Blödsinn, ehrlich war. Ja, Lokomotive. Es muss unbedingt die erste sein. Sei Quatsch ohne Ende, ehrlich war. Die 3er zählt nicht. Blub, genau, in Fahrt kommen. So ein Quatsch. Und dazu zählt nicht die andere, ne? Also, sorry, habe ich kein Verständnis für. Weil das ist ja auch eine Lokomotive. Es ist halt eine Mark 3. Na und? Verstehst du nicht, oder was? Mein Gott, bist du armselig. Aber hier oben ist schon einiges leer. Ach, da ist ja auch noch einiges leer. Ach du Kacke. Gut, hier geht noch. Ganze 421 sind da drin, ist ja der Wahnsinn. So, dann machen wir uns nochmal die nächste Linie hier. Und ja, ich stehe auf den Abstand da. Ich mag das nicht, wenn das so gequetscht ist. Den können wir wegreißen, den platzieren wir dann dahinter neu. Alter, ist das viel. Schwachmat. Sag mal,
Boah, kann sich ja nur um Stunden handeln, ne? Bis das steht. Ja, da oben bauen immerhin, das ist okay. Ey. Ah, der registriert noch. Ich könnte mir denken, das reicht mir erstmal eine sehr lange Zeit jetzt mit den Steinen. Wenn ich jetzt die Miner da alle angeschlossen habe. Ja, ist praktisch, damit ich mich hier oben nicht wirklich kümmern muss. Deswegen ist hier so viel. Weil ich einfach keinen Nerv habe, da ständig drauf zu gucken. Wobei jetzt, wo ich geguckt habe, trotzdem, wie viele Miner waren leer? 6 oder 7 Stück. Der Rest ist immer noch alles aktiv. Und die haben teilweise eine perverse Anzahl an Stein drin. Wie gesagt, hier sind 300 Millionen insgesamt in dem Feld. Ja, klar. Wenn es weiter nichts ist, was dir fehlt, macht's dann. Warum nicht? Naja, alles wird gut. Oder so. Dann nehmen wir das einfach und führen das hier unten ran. Und warum habe ich jetzt vorhin das alles weggerissen? Ja, weil ich auch Horst bin, einfach. Wobei, das darf ich nicht sagen, mein Großvater hieß Horst, Mann. Da würde ich den ja beleidigen. Das war ein cooler Typ, mit dem Opa habe ich viel Spaß gehabt. Fernsehabende, Fahrradtouren. Krebs und Schiss. Na, klasse. Wie die ganze Familie. So, wie geht denn das hier? Naja, müssen wir es so machen. Das geht nicht anders, leider. Ich hätte jetzt hier sogar Mark 3 Miner hinstellen können, aber das ist eigentlich Bullshit. Das mache ich nicht. Alter, wie groß ist denn jetzt diese scheiß Steinmine? Und vor allem, wie viel Strom verbraucht die jetzt? Ja, nee, nicht schlecht, ne? Okay, ja, wie gesagt, ist ja wieder weit gesunken, weil die ganzen Prozessoren und alles ja fertig sind. Ja. Habe ich mir übrigens jetzt auch welche ins Inventar geballert, damit ich hier gleich immer welche habe. Wo sind sie? Da unten. 800 Stück will ich davon immer haben. Habe ich denn schon den Kampfanzug? Ja, den Kampfanzug selber habe ich, aber ich bräuchte halt den... den sehe ich auch, dass ich kenne. Ich bräuchte halt den Nachfolger davon, ne? Den nächstbesseren. Möchte ich ja gerne haben. Was will ich mit dem Billo-Ding, wenn ich was Besseres haben kann? Kampfanzug Mark 2 oder Mark 3 oder so. Ja, und dann die Yooki-Dinger wahrscheinlich auch. Für dich, Alu. Es wird schon Yooki-Kampf-Sachen geben, definitiv. Gerade beim Kampf finde ich die Yooki-Sachen Weltklasse. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit Angel dann mit Yooki mache. Bin ich mir nicht sicher. Cool sind die Dinger eigentlich schon, echt. Macht Spaß. Und wenn es nur wegen der Kampfdinger ist, rumlaufen wie ein Mac, Türme haben, die einfach alles wegrotzen. Schon geil. Mal gucken. Alter, wie lang ist die scheiß Strecke? Also ich glaube, die müsste eigentlich 1000 Kacheln lang sein. Das heißt der Transfactorio Express, der Erfolg, ne? Natürlich sind nochmal Bäume im Weg. Hätte mir klar sein können, oder? Ich bin der Baumhasser. Bin kein Baumschmuser. Weg damit. So. Ich schmuse keine Bäume. Danke. Aber wird jetzt bye bye. Ach, scheiße. Ich glaube, mit Q wäre das schneller gegangen oder wird es schneller gehen. Müssen wir vielleicht mal ausprobieren. Wenn ich falsch rum praktisch was baue, müsste das mit Q nämlich auch gehen. Und ich glaube, das geht schneller. Zack, einfach weg. Ja, genau. Zack und ganz weg und dann ist es genau. Ja, passt. Super. So, meine Haltestelle. Die an der Base müsste auf der Seite sein. Das heißt, hier muss ich es jetzt hier hinstecken, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte mich natürlich täuschen.
meine, ich bin der Kuni, ich täusche mich gern. Hellgrün für Uran. Ja, und nix Watti, sondern bitte Uranmine. So, ich habe eine Uranmine und ich habe einmal Main Uran. Das sind meine zwei Zughaltestellen. Logistiknetz, Schaltungsnetz, nein, interessiert mich alles nicht. Es gibt keinen Zug da drin, okay, das können wir dann ändern. So, müsste funktionieren. So, wie viel braucht ihr pro Erz, wie viel Erz pro Abbauvorgang? Steht das irgendwo? Steht nicht mehr da. Da stand mal irgendwas mit von wegen Erz pro Abbauvorgang. Fuck! Säure pro Abbauvorgang. Mann. Also ich brauche definitiv nochmal mehr Rohre, um das Ganze zu verbinden. Und wie gesagt, ich werde es nicht so verbinden, wie ich es bisher gemacht habe. Unten habe ich das Tor immer abgebaut und da habe ich ja hier hinten verbunden. Bullshit. Warum soll ich das tun? Ich habe hier hinten verbunden, Entschuldigung, weil hier vorne ist jetzt der Output. Aber es ist trotzdem Bullshit. Und zwar, und es ist totaler Bullshit. Die Minen haben ein Rohrsystem. Das heißt, ich kann die auch hier verbinden. Zack, zack, zack. Und die haben alle dann, wenn ich die vordere anschließe, Schwefelsäure. Warum denn so kompliziert, Kuni? Ich muss hier nicht durchlaufen. Wenn das Ding einmal steht, dann steht es. Ja, dann geht da noch Strom rein und dann ist das gut. Passt schon. So, los geht's. Okay, ich sag hier vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne eine Bewertung da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part beim Planen des Zuges, der endgültigen Ausbau der Zielhaltestelle. Es müsste richtig sein, wenn mich nicht alles täuscht von den Haltestellen her. Hier brauche ich dann natürlich auch wieder einen Tank und eine Entladehaltestelle. Ich muss mal gucken, wo der Nasenbär ankommt, der Tank. Ach ja, und was ich probieren wollte war, wie sieht es denn aus mit dem Rail-to-Power-Connector? Okay, und jetzt möchte ich den also hier hinstellen. Habe ich jetzt hier Strom? Ha! Habe ich. Geil. Habe ich. Nett. Cool. Habe ich mit der Schiene den Strom gelegt. Also, im nächsten Part dann die Zielhaltestelle endgültig festlegen, die Uranmine erschließen. Ja, also, anschließen. Erschlossen ist ja eigentlich anschließen. Den ganzen Tag zum Laufen bringen. Und das dann ein paar Zentrifugen bauen. Und da, wie gesagt, weiß ich nicht, wie sinnig ist es, Zentrifugen zu automatisieren. Ich brauche die. Ja, gut, komm. Komm, wir automatisieren sie. Also auch das mache ich im nächsten Part. Zentrifugen bauen. Reaktor eher noch nicht. Zentrifugen und Uranabbau. Bis denn. Ich könnte mir eigentlich den Zug hierher holen, ne? Kann ich den herfahren lassen? Nee. Geht es? Kann ich den Zug befehlen, er möchte da hinfahren? Ach, nee, kann ich nicht, weil er keinen Sprit hat, du Penner. Oh.